Liebkrebs, Zeit für eure Legung. Wie immer, let's go. Lasst uns als allererstes eine Stärkekarte für euch ziehen. Dann geht's weiter mit einer Orakelkarte und dann legen wir weiter. Tarot, was haben wir hier? 6 der Münzen. Okay, eure Stärkekarte für diese Woche sind die 6 der Münzen logischerweise. Heißt, fokussiert euch darauf, beziehungsweise klamüsert für euch auseinander, wo euer Fokus sein muss für diese Woche. Ja? Ohne Selbstsabotage, ohne Gedanken, oh, ich will aber lieber. Nein, es geht wirklich darum, wo sollte euer Fokus sein. Ja? Beispielsweise, keine Ahnung, ihr habt ein Projekt oder irgendwas auf der Arbeit, was ihr zu tun habt, ja, und gleichzeitig möchtet ihr aber auf der anderen Seite, was weiß ich, mit euren Freunden einen Kinomarathon machen, dann wisst ihr ganz genau, okay, das, was getan werden muss auf der Arbeit, hat Vorrang, heißt also, ich schiebe meinen Fokus darauf. Oder ihr habt euch vorgenommen zu sagen, okay, ich werde mich diese Woche mehr auf mich selbst fokussieren, auf das, was mir gut tut, auf Rückzug. Ja, und dann rufen 10 Freunde an und sagen, hey, komm, wir gehen heute in eine Bar und, weiß ich nicht, saufen uns die Hucke voll. Ja, dann ist für euch, ne, also es hört sich dann vielleicht verlockend an oder Mädelsabend oder was auch immer, Jungsabend hört sich verlockend an, aber ihr habt gesagt, okay, mein Fokus ist diese Woche auf mir selber, heißt also, fokussiert euch auch dann auf euch selber. Ja, ihr habt diese Gedanken nicht umsonst, Leute. Wenn ihr das Leute, die Karte Humor ist rausgefallen, grün, Herzchakra. Humor, ich wende mich bewusst der leichten Seite des Lebens zu. Also das spricht für sich selber, da muss ich gar nicht großartig drüber reden jetzt. Ja? Also nehmt die Dinge mit Leichtigkeit, auch wenn es gerade vielleicht überhaupt nicht nach Leichtigkeit aussieht, und überlegt wirklich, wo euer Fokus liegen muss diese Woche. Auf der Rückseite des Decks haben wir den König der Kelche, Skorpion-Energie. Und das ist eine Karte von jemandem, der sich seiner Emotionen absolut klar ist und auch Herr seiner Emotionen. Ja? Viele Leute verstehen immer nicht, was man da oder was ich damit meine, wenn ich das sage. Ich kann das nachvollziehen, weil ich ganz, ganz lange jemand war, der gedacht hat, nicht ich beherrsche meine Emotionen, sondern meine Emotionen beherrschen mich. Beziehungsweise ich habe da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Das war gar nicht in meiner Welt, dass man auch seine Emotionen kontrollieren kann, ja, aber das ist genau das, ja, also im Tarot Wasser repräsentiert immer Emotionen, ihr seht, der ist hier mit seinen Füßen im Wasser, der hat einen Kelch in der Hand, aber er sitzt im Trockenen, ja, heißt also so ein bisschen, ihr könnt wirklich, wenn ihr irgendwas habt, das kommt, ihr habt ein bestimmtes Gefühl dazu, fühlt dieses Gefühl, denkt darüber nach, aber schickt es auch wieder weg. Oder wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es nicht wegschicken, shiftet euren Fokus auf irgendwas, was eure Emotionen in irgendeiner Weise beeinflusst. Ja? Also, lasst uns gucken. Wow, Team Krebs. Erste Karte raus ist der Eremit. Was habe ich gerade gesagt zum Thema Zurückziehen? Der Eremit, Jungfrauenenergie, ja, das ist Innenschau betreiben. Das ist auch eine Phase der Isolation, der Einsamkeit. Es ist Isolation und Einsamkeit, die man jedoch wählt, ja. Und zwar mit dem Hintergrund, etwas für sich rauszufinden. Ob das jetzt hier mit dem, dann normalerweise hat der hier den Stern drin, ja, ob das... ob das damit zu tun hat, dass ihr rausfindet, wer ihr seid, wo ihr hin wollt im Leben, wie ihr eine bestimmte Situation lösen möchtet, ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine Phase von Innenschau. Jemand hier schaut nach innen. Und, oh mein Gott! Ass der Schwerter und die Herrscherin. Ich habe das alles schon gesagt. Klar, Ass der Schwerter, ganz klar Klarheit, ja. Nach dieser Phase der Innenschau oder wenn ihr euch wirklich damit beschäftigt oder mit euch selbst beschäftigt, sage ich mal, oder mit der Frage, die ihr eben habt, ja, wenn ihr aufhört, außen nach der Antwort zu suchen und wirklich in euch geht, Leute, glaubt es mir oder glaubtet mir nicht, aber dann seid ihr in der Lage, von was auch immer euch gerade beschäftigt,
frei zu brechen. Ja? Der Trick ist, aufzuhören, außen nach einer Lösung zu gucken, sondern innen nach einer Lösung zu gucken. Und das ist ganz egal, was es betrifft. Ob das jetzt Geldthemen sind, ob das Liebesthemen sind, ob das familiäre oder freundschaftliche Themen sind. Die Antwort liegt immer hier. Ja? Die Herrscherin, ganz klare Geschichte, ist Waage und Stierenergie. Das ist jemand, der sehr fürsorglich ist, sich selbst gegenüber vor allen Dingen, ja, weil die Herrscherin hat verstanden, wenn du dich selbst nicht an erste Stelle stellst und guckst, dass es dir gut geht, dann kannst du auch nicht für andere gut sein. Ja, wenn du ausgelaugt bist, wenn du unzufrieden bist, wenn du konstant innere Trauer fühlst, dann ist es natürlich ganz klar auch das, was du aussendest und was du im Gegenzug zurückbekommst. Wir hatten gestern bei mir im Coaching Instagram ich habe eine interessante Story dazu gemacht und hatte dann interessanten Austausch mit meinen Followern da. Da ging es genau darum, ja, was war, also beziehungsweise nicht genau darum, aber die Frage war, was war als erstes da, der Gedanke oder die Wissenschaft, ja, und das könnt ihr wirklich auf alles beziehen, wenn man mal wirklich in sich geht und mal zurückreflektiert. Sagen wir mal, du bist in einer Situation, du lernst jemanden kennen, alles ist tutti. Und auf einmal, irgendeinen Grund gibt es, warum du dich auf einmal unsicher fühlst, ja? Und dann fangen deine Gedanken an, um diese Unsicherheit zu kreisen. Und vielleicht macht die Person dies und vielleicht macht die Person das. Und vielleicht läuft das alles so, wie es damals gelaufen ist mit anderen Personen. Und was weiß ich, in meiner Familie, die Männer und Frauen haben immer das und das gemacht. Was ist, wenn das jetzt bei mir auch passiert? Und dann könnt ihr beobachten, wie sich eure Realität langsam diesen Gedanken anpasst, die ihr habt, ja? Wenn ihr also zurückgeht, Streit in der Familie, ganz oft hat man vorher schon ein bestimmtes Gefühl gehabt oder ewig lange aufgestaut, was man eigentlich zu sagen hatte. So und bumm, auf einmal explodiert das Ganze in eurer Realität, aber angefangen hat es mit Gedanken. Ja? Es ist also wirklich mega wichtig hier, dass ihr versteht, dass alles wirklich innen beginnt und sich dann außen manifestiert. Ja? Und wer hier sagt, ich bin hier in einer Scheißphase in meinem Leben, schau nach innen, guck, was ist scheiße. Das hört sich jetzt blöd an, aber was ist scheiße in dir? Das heißt nicht, dass du scheiße bist, aber jeder von uns, das ist ganz egal, ob du es bist, ob ich es bin, jeder von uns hat Abfall in sich. Ja? Und das sind irgendwie Paradigmen, oder Dinge, die zu diesem Paradigma geführt haben, dass man diese Sicht der Dinge hat. Die hohe Priesterin auf der Rückseite des Decks. Ich sag doch die ganze Zeit, guckt nach innen, Leute. Die hohe Priesterin ist genau das, ja. Innenschau, das Unterbewusstsein, eure Intuition. Da läuten die Glocken von der Kirche. Bestätigung. Der Eremit. Eremit erklärt mit der Königin der Kelche. Das ist genau das. Und dann der Tod auf der Rückseite des Decks. Krebsenergie, Skorpionenergie. Ja, das ist genau das. Geht in euch. Analysiert eure Gefühle. Was fühle ich eigentlich? Was erzähle ich mir immer wieder selber? Ja, was ist das? Wenn du dir im Außen wünschst, dass du, was weiß ich, jemanden findest, den du lieben kannst oder eine Beziehung oder einen neuen Job, was erzählst du dir immer? Also was ist deine eigene Geschichte, die du dir erzählst? Erzählst du dir ständig, oh Mann, wenn ich mich jetzt wieder bewerbe, dann wird das eh wieder nichts, weil die letzten 10 Bewerbungen sind auch nichts geworden. Dann ist das genau das, was du ernten wirst. Ja? Du musst gucken, wie ist dein innerer Umgang mit dir selber, um das im Außen zu erreichen, was du gerne erreichen möchtest. Nur dann kann eine Transformation stattfinden. Ass der Schwerter erklärt mit 7 der Stäbe und 5 der Münzen. 7 der Stäbe, eine Karte von Abwehr, zeigt gleich auch so ein bisschen sich schützen vor Dingen, ja, vielleicht auch Dinge, die gar nicht zwingend real sind, ja, das heißt jetzt nicht, dass ihr hier paranoid seid oder sonst irgendwas, aber ihr könnt in der Karte sehen und auch im traditionellen Tarot, er kämpft gegen oder er hat hier diesen einen Stab, um sich gegen diese 6 Stäbe hier zu verteidigen oder zu schützen. Interessant ist jedoch, dass man nur eine Person sieht, man weiß also gar nicht, sind da wirklich 6 Leute, die mit dem Stab stechen oder sind es 6 Stäbe, die einfach vielleicht nur in die Erde gesteckt sind und man hat nur das Gefühl, man muss sich verteidigen, ja. 5 der Münzen, eine Karte von Verlust, zeitgleich aber auch eine Karte von
etwas opfern, ja, weil fünf der Münzen im traditionellen Deck hat, also in der Symbolik hat einer von beiden so eine Glocke um den Hals, ja, und das stellen, es stellen, diese zwei Menschen stellen zwei Bettler dar. So, es gibt aber auch oft, wenn man jetzt mal in die Religion guckt, wenn man in die Bibel schaut, dann ist es ganz oft so, dass dass Jesus wirklich alles geopfert hat und sich selbst geopfert hat, damit andere leben können, ja. Symbolisch gesprochen ist das hier, was musst du vielleicht jetzt gerade opfern oder wo musst du vielleicht kürzer treten, um etwas anderes zu erreichen? Bube der Münzen auf der Rückseite des Decks, ja. Irgendwas hier ist, ihr müsst bei irgendwas, mit irgendwas auf Abstand gehen, um etwas anderes zu erreichen. Ob das eure inneren Selbstgespräche sind, ob das in der materiellen Welt irgendwas ist, ja, vielleicht seid ihr die ganze Zeit gereist und habt dafür Geld ausgegeben, aber ihr braucht jetzt Geld für was anderes, ob das irgendwie, das können so viele Dinge sein, ja, das ist, wie gesagt, ein generelles Reading, ihr müsst es für euch selber wissen, Leute. Die Herrscherin erklärt mit 9 der Schwerter, 8 der Schwerter, ja, Leute, das ist dieses sich ewig im selben Kreislauf befinden, im Gedankenkreislauf ganz klar, ja. Das Gefühl zu haben, da nicht ausbrechen zu können, warum auch immer. Also ihr habt diese Gedanken von der Herrscherin, diesen Status möchte ich gerne erreichen. Ihr tut wahrscheinlich auch Dinge dafür, um sie zu erreichen und dennoch befindet ihr euch wieder im selben Kreislauf. Ihr schaut wieder durch dieselbe Brille, ja. Also, ja, Leute, wenn das für euch resoniert, ganz klar, selbst wenn ihr euch in diesem selben Kreislauf befindet, versucht es mit Humor zu sehen, das geht. Schaut einfach, ob ihr vielleicht euren Fokus jetzt gerade auf was anderes legt oder auf irgendwas, was mehr zum Anfassen ist. Ja, vielleicht müsst ihr euch auch einfach erden. Das ist ganz oft der Fall, wenn man irgendwie 10.000 Gedanken hat und 15.000 Gefühle, die man gerade nicht einschätzen kann, dann muss man manchmal seine Energie woanders hinschiften und dann kommt der Einfall. Das ist wie beim Manifestieren, ja. Wer mit sowas Probleme hat, ihr könnt mir gerne auf meinem Instagram, auf meinem Valerie Malou Coaching Instagram-Profil folgen. Da sprechen wir so über sowas. Solche Themen sind auch hier Themen im Conscious Club. Das ist der Mitgliederbereich auf meinem YouTube-Channel. Haltet ein Auge aufs Community-Tab, da poste ich immer die Videos und in der Beschreibung könnt ihr stichpunktartig lesen, worum es in diesen Videos geht. Vielleicht hilft euch das. Ihr könnt mir auf meinem Tarot-Instagram folgen, das ist alles in der Infobox und wer natürlich ein privates Reading haben möchte, der findet auch meine Webseite in der Infobox und jetzt entlasse ich euch in euren Resttag und wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Bye, bye!